Ja, Autos, wir haben ein Autoprogramm. Wie viele Autos fahrt ihr? Seid ihr gefahren bis jetzt? Mittlerweile. Ich hole im Juni 2020 mein drittes ab. Dein drittes? Also insgesamt 7 Autos mittlerweile. Insgesamt 7 Autos, ja, ne? Auch mit. Also gekommen, gegangen. Gekommen, gegangen, genau. Also Leasingprogramm alle 3 Jahre gibt es 9. Firma zahlt, auch richtig geil. Was geht ab, meine Lieben? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich sitze heute hier bei Alexander und Juri. Wir haben heute einen abgefahrenen Tag gehabt. Wir waren zum Frühstück eingeladen. Wir waren wandern. Wir haben heute eine Lagune gesehen. Ich bin komplett begeistert. Und wir haben hier 2 Paradebeispiele im Network Marketing als Eltern. Wir haben einmal Alexandra und wir haben einmal den Juri. Und ich werde jetzt ein paar kleine Fragen stellen und hoffe, dass sie euch gefallen. Vielleicht jetzt mal, dass wir so den kurzen Switch haben. Wenn ihr beide, ich meine, einen guten Job gehabt habt vielleicht und so weiter und so fort. Warum habt ihr euch entschieden, ich sag mal, neben eurem Job, neben einer vielleicht 40-Stunden-Woche oder sogar mehr, Nachtschichten und so weiter, die freie Zeit in euer eigenes Geschäft zu investieren? Wir haben ja damals die Idee bekommen, halt das parallel zu deinem Hauptjob, das Ganze aufzubauen mit der Vision, dass du irgendwann mal komplett auch deinen eigenen Job kündigen kannst. Und ich liebe es nicht, da zu arbeiten von früh bis spät, Schichtarbeit und halt immer nur maximal so 2.500, 3.000 netto zu bekommen. Das ist nicht das Leben, das ist irgendwie so begrenzt. Und diese Begrenzung, das geht mir so auf den Puffer, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht. Ich möchte ein anderes Leben haben für meine Frau, für meine Kinder und auch für mich, dass wir irgendwann früher oder später auch nicht bis zum 67. Lebensjahr als Rentner irgendwo dahin vegetieren, sondern schon früher damit anfangen, das Leben zu genießen. Wir hatten diese Idee angefangen, obwohl wir damit sehr, sehr viel Schulden hatten, minus fast 27.000 minus auf dem Dispo. Und bin ich dann trotzdem gestartet mit der Hoffnung, mit dieser Vision, halt eines Tages dann irgendwann unabhängig zu sein. Und das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach Hammer. Abgefahren. Und heute mittlerweile jetzt 8 Jahre später. Ne? 8 Jahre später einer der erfolgreichsten Network-Marketing, wie kann man das sagen? Network. Pärchen. Pärchen war das Wort, was mir gefehlt hat. Dankeschön. Network-Marketing-Pärchen bei uns in der Company und vielleicht auch nochmal für alle, ich weiß, ich habe auch ein paar Mamis und Papis bei mir, die zuschauen in den Stories. Vielleicht auch mal aus der Sicht. Wie ist es denn, wenn man, ich sag mal, normal arbeitet? Und wie ist es jetzt, wenn man, ich sag mal, im Network Marketing seine Zeit frei einteilen kann? Und wie wirkt sich das aufs Familienleben aus? Also es ist sehr entspannend alles, ne? Also ich bin, bei mir war es ein bisschen anders. Juri hat ja seinen Job nicht gemocht, aber wie vorhin gesagt, ich habe sehr, sehr gerne meinen Job gemacht. Das, bei mir war aber das Ding, dass irgendwann mal der Faktor Spaß nicht überwiegt, sondern das Thema Geld überwiegt. Weil du hast ja eine Familie, du hast Kinder, du möchtest denen etwas bieten. Und das ist halt eine mega geniale Möglichkeit, die ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Ehrlich gesagt war ich auch nicht offen dafür, weil ich mit meinem anderen Direktvertrieb sehr happy war. Und deswegen, also das Ding ist halt einfach, das Leben ändert sich komplett. Wenn du morgens aufwachst und bist nicht gestresst am Überlegen, okay, ich muss da und da und alles schnell, 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 zack, zack, sondern unsere Kinder gehen mittlerweile auf eine Privatschule, die beginnt erst um 8:30, bei dem anderen erst um 9:00, also ganz entspannt wir uns alles fertig machen, die Kinder in die Schule fahren und wenn dir danach ist, dann legst du dich halt nochmal hin. Ich finde, das macht auch Network Marketing aus. Also eben nicht nur das Finanzielle ist der Wahnsinn, aber das Finanzielle ermöglicht dir eben genau diese Freiheit, tun und lassen zu können, was du halt eben möchtest. Wir haben natürlich auch ein Autoprogramm und ein Reiseprogramm und da ganz kurz, wie oft seid ihr jetzt mit uns gemeinsam auf der Reise? Das weißt du mehr, ich weiß es nicht, ich habe nur gefeiert. 16, 17, 18, 19, wobei letztes Jahr waren wir 2-mal, ich glaube 5 oder 6-mal. 5 bezahlt. Also allein nur von PM bezahlt. Ja, nur von der Firma. Das sind nur die Hauptreisen. Kranker Scheiß. Krass, also mein ich habe jetzt zwei. Mein dritter wird es dieses Jahr, genau. Und Autos, wir haben ein Autoprogramm. Wie viele Autos fahrt ihr? Seid ihr gefahren bis jetzt? Mittlerweile. Ich hole im Juni 2020 mein drittes ab. Dein drittes? Also insgesamt 7 Autos mittlerweile. Insgesamt 7 Autos, ja, ne? Auch mit. Also
Gekommen, gegangen, genau. Also Leasing-Programm, alle 3 Jahre gibt es 9. Firma zahlt, auch richtig geil. So, also. Und jetzt haben wir einmal, wir haben gesagt, wir machen nochmal 2. Runde. Wir haben ja gerade über Kinder gesprochen. Und ich finde es immer ganz cool, das einfach mal aus der Sicht von den Kleinen zu hören. So, wer bist du denn? Alexander. Und du bist? Juliette. Und du bist? Albert. Okay, cool. So, jetzt haben wir die drei süßen Mäuse hier sitzen. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was ist denn das Beste, dass Mama und Papa Network Marketing machen? Dass die ja zu Hause sind und nicht immer irgendwo wegfahren müssen auf die Arbeit. Okay, cool. Also, dass die quasi ne, zeitlich frei sind und zu Hause bleiben können. Und du machst zum Beispiel auch, du machst Leichtathletik? Rhythmische Sport, ich wollte vorhin Aerobic sagen. Rhythmische Sportgymnastik. Und da ist ja auch so, du machst ja ganz viele Turniere auch, ne? Und dann ist auch so, Mama und Papa sind immer dabei, oder? Ja. Cool. Und du warst ja, schon im Urlaub mit uns? Ja. Du warst schon mit. Wie war der Urlaub? Gut. Der war gut? Wie viel? Ich war auch mit. Du warst auch mit, oder? Albert war auch mit dabei, ne? Albert, wie war der Urlaub? Malta. Malta warst du? Und? Hast du viel geschwommen? Mhm. Party gefeiert. Wie waren die Leute? Alle cool drauf, ne? Du warst jetzt mittlerweile, warst ja auch schon ein paar Mal mit uns auf Events, ne? Auch so, wo wir, ne? Und so weiter. Haben Mama und Papa dich mitgenommen. Wie waren die so? Richtig gut, ne? Wie gefallen die Leute? So der Christian, die Lona. Cool, ne? Also coole Community. Und eben, das ist halt das Geile, ne? Ihr habt ein Geschäftsmodell, das komplett vereinbar ist mit der Familie, mit den Kindern. Du kannst die Kinder mitnehmen, die sind gern gesehen, alle lieben sie, alle ne, haben Bock drauf und kommen eben in eine coole Community, bekommen coole Glaubenssätze, lernen einfach mal auch Dinge außerhalb des Systems und ich finde, das eben passt im Network Marketing, also das macht Network Marketing so familienfreundlich. Ne? Und ja, möchtet ihr noch irgendwas sagen? Nein? Ich liebe die Produkte. Die Produkte? Wow. Oh, über die Produkte haben wir noch. Produkte, die nehmen alle drei die Produkte. Wir haben noch nicht über die Produkte gesprochen. Wir haben noch nicht über die Produkte gesprochen. Okay. Aber. Was folgt Mimo auf Instagram? Folgt Mimo auf Instagram! Genau, ne? Er ist der Oberchecker, hast du gehört. Folgt mir auf Instagram. Folgt nicht deinen Träumen, folgt mir auf Instagram. Genau. Vielen, vielen Dank. Tschüss.